Ja, ich sag jetzt einfach erstmal Hallo und erstmal ganz lieben Dank, lieber Jörg. Auch dir, Marco, ganz herzlichen Dank für die Einladung hier in den Kohlenpott. Und wir befinden uns jetzt hier irgendwie, das sagst du am besten, du kennst dich hier besser aus. Tetraeder, ja. Das Ding da oben, ne? Das ist das Ding da oben. Genau. Da waren wir eben auch schon komplett oben. Einmal kurz zeigen, genau. Ich nicht. Ich habe mich gedrückt. Bis da oben waren wir und es ist ein toller Tag bisher und die beiden haben schon richtig viel noch mit uns vor. Und wir haben eben schon, der Marco hat eben schon ein kleines Live-Interview mit mir geführt. Und ich werde die zwei natürlich gleich im Studio bei Marco auch noch ein bisschen ausquetschen. Und dazu seht ihr aber dann später auf jeden Fall. Wir sagen jetzt erstmal Danke hier an den Pott, der sehr grün ist. Und wir fahren jetzt dann los und fahren zu Marco ins Studio. Aber er ist erst bei uns. Erst essen. Ja, ja, und für alle, die zuschauen, wir haben uns vorhin auf dem Parkplatz, wo wir uns getroffen haben, alle einen Schnelltest gemacht, damit sich auch keiner aufregen muss. Ja. Wir sind alle negativ. Genau. Bis dann. Ciao. Positiv. Wir sagen dann mal tschüss, bis nachher. Ciao. Heute sind wir hier im tiefsten Kohlenpott. Das wollte ich euch nur mal sagen. Und wir haben die Einladung sehr, sehr, sehr gerne angenommen, denn wir sind heute hier bei Marco Kampmann und Jörg Backhaus, hier bei dir im Studio. Und wir hatten vorher schon einen mega, mega, mega mäßigen Tag. Aber dazu später vielleicht noch ein bisschen mehr. Erstmal herzlichen Dank für eure Einladung, der wir sehr gerne gefolgt sind. Und ja, sehr gerne. Ja. Danke, dass ihr mitgemacht habt. War ja so eine spontane Aktion. Ja, genau. Jörg und Marco, wer es nicht weiß, sind Remixer und die spielen natürlich im Rahmen der DJ-Mixe von ganz bekannten Künstlern, nicht so bekannten Künstlern eine große Rolle, aus dem einfachen Grund, weil die machen aus einem tollen Song einen noch viel tolleren Song, nämlich durch ihre Mixe. Wie das funktioniert, werden sie vielleicht später dann auch mal selber erzählen. Ne? Ganz sicher. Das machen wir, gerne. Also sagen wir mal so, wie habt ihr beiden euch mal so gefunden? Wie hat das mal so angefangen mit euch? Boah, wie hat das angefangen? Das ist jetzt so gute 1,5 Jahre her. Ich habe Jörg ja kennengelernt. Wir sind ja beide Dischjockeys. Wir sind beide Dischjockeys und wir haben uns kennengelernt über die, Jörg hat das noch so eine DJ-Tipps-Gruppe. Und so haben wir uns eigentlich kennengelernt. Ne? Ja, richtig, beim Workshop. Beim Workshop, genau. Und dann waren wir mal gemeinsam im Moviepark mit den Familien und mit den Frauen und so weiter. Und dann hat man sich immer wieder mal gesehen auf irgendeiner Veranstaltung, aber irgendwie, ja, mal gesehen, aber dann auch mal wieder ab und zu mal was geschrieben. Ja, und dann irgendwann bekam ich eine Nachricht über Facebook Messenger von den Kollegen Oliver, der war damals ja noch, wir waren da zu dritt halt. Und er schrieb mich dann an, ob ich mir vorstellen könnte, dass wir ein Remix-Team machen halt. Ne? So ist das dann entstanden halt. Ja, und sag, wer ist dabei? Ja, Jörg war dabei. Und da kam die Idee dazu und ich habe dann auch sofort zugesagt und seitdem ja, sind wir dann hier und musizieren hier, ne? Ja, genau. Und ihr pitcht dann so die Songs so richtig schön fett. Ja, ist unser, also was heißt fett, ist unser Ziel, ist es einfach den Titel etwas anders zu machen. Mhm. Also nicht gleich, so wie da die Idee mal vom Produzenten war, sondern wir bekommen in der Regel die Vocalspuren zugeschickt, meist auch unbearbeitet. Und dann geht es erstmal zum Jörg. Jörg produziert dann vorhalt, spielt die Spuren ein, dann geht es zu mir, weil mir wird es nochmal bearbeitet und auch gemischt und gemastert und alles, was dazugehört, so das Ganze drumherum. Das ist eigentlich so eine wirkliche Teamarbeit halt, ne? So dass wir wirklich die Sachen schon gut aufgeteilt haben. Unser Ziel ist es, das anders zu machen, als es wirklich dann vom Produzenten kommt und wirklich dann viele, viele Spuren, die wir dann auch selber dann noch reinspielen an der Stelle und dazu eben halt ja unseren eigenen Stil da reinzubringen, halt, ne? Halt da, wo der Beat wegkommt.
Also in der Regel sind das dann immer so 40 Spuren, die wir zusätzlich nochmal einspielen. Also wie der Marco schon sagte, so 2-3 Gesangsspuren kriegen wir, manchmal auch ein paar mehr. Ja. Vielleicht ab und zu nochmal eine Gitarre, die wir dann dazu nehmen vom Produzenten, weil die kann man immer so schwer am Synthesizer einspielen. Und das ist dann immer schöner, wenn man halt auch so Originalspuren hat, gerade so ja, natürliche Instrumente. Und die anderen Spuren, die spielen wir dann dazu und da kommen wir so, wie gesagt, so auf circa 40 Spuren, die wir immer noch so separat einspielen. Meine Frage, Spuren, man muss immer jetzt mal die Leute, die jetzt das zugucken, die wissen jetzt nicht, was heißt denn Spuren. Also Spuren sind immer diese ganzen Geschichten, eine Gesangsspur, Chor, Instrument, Musik etc. Und die werden halt nachher zu einem Song zusammengestellt. Genau, ja? Du hast dann zum Beispiel eine Rhythmusgruppe, da ist dann ein Schlagzeug drin aus der Kickdrum. Dann hast du noch Open Hi-Hats, Closed Hi-Hats. Das sind so die einzelnen Rhythmusinstrumente, die ein normaler Schlagzeuger hat. Mhm. Die hast du als separate Spuren dann bei dir auf dem Rechner drauf. Und die musst du halt alle selber einspielen, ne? Dass da erstmal ein Rhythmus gebaut wird. Anschließend kommt noch ein Bass dazu, dann Klavierspur, dann die Gitarren, die wir dann größtenteils halt vom Produzenten kriegen. Dann baust du noch separate Chöre ein, so um die normalen Gesangsspuren so ein bisschen anzufetten. Ja, Streicher und dann auch noch so andere Rhythmusgeräte oder Rhythmuseffekte, sag ich mal. Ne? Ja. Sagen wir mal, ein fetter Offbeat. Muss man genau. Im Grunde genommen passiert das ja heute alles nur noch über Synthesizer und nicht mehr mit den normalen Instrumenten. Also es ist natürlich immer vom Klang her, ist meine Meinung, schöner, wenn so Songs noch mit Originalinstrumenten produziert werden. Aber ich denke mal, das ist eine Kostenfrage, ne? Ja, also es gibt zum Beispiel auch Programme, wo man, ja, ich sag mal, einen Gitarristen ersetzen kann. Klingt schon vernünftig, also besser als vor 10 Jahren. Also klingt schon relativ authentisch, aber man hört, also wenn man Musiker ist, dann hört man dann schon genau raus, ob die Produzenten halt ein Programm benutzt haben oder ob da wirklich ein Live-Gitarrist eine Spur eingespielt hat. Ne? Das hat mir bei der Gabriela, da hat der Edin nochmal die Gitarre dazu gespielt. Ja, den gibt es auch nur in unseren Remix, auch mit der Gitarre. Ja, genau. Der ist nur in unseren Remix vorhanden. Und da wurde dann wirklich auch eine Live-Gitarre eingespielt und wir fragen ganz häufig auch die Produzenten, wen die einen Gitarrist dann haben und die haben Gitarrenspuren in ihren Titeln drin, schickt uns die mit, die Gitarren, die Vocals, vielleicht ein Bass auf und dann können wir die auch gerne mal verwenden, weil das sind auch immer so treibende Elemente, hier einen Gitarristen hinzustellen, der uns das einspielt, was es da eigentlich schon gibt, das wäre auch mega unwirtschaftlich. Mhm. Marco, was mich jetzt noch interessiert wäre, erstmal bei dir, wie bist du überhaupt dazu gekommen, solche Remixe zu machen? Du bist DJ auch noch so vom Nebenberuf her? Genau, ich bin nebenberuflich als DJ unterwegs, einige Zeit, momentan ja weniger. Und dann irgendwann vor 3 Jahren habe ich angefangen damit zu remixen und habe dann ja unter dem Namen DJ MK einige Titel schon vorher rausgehabt, von Markus zum Beispiel, Altrovatus gibt es dann noch offiziell, Dee Lancaster. Da gibt es auch offizielle Remixe von mir und ich hatte einfach den Spaß daran, wie bin ich dazu gekommen. Ja, also vor ganz langer Zeit, vor guten 25 Jahren tatsächlich, habe ich mal angefangen, so ein bisschen mit der Musik rumzuspielen am Amiga, damals mit Cubase und mit noch so ein bisschen Programmchen eben halt, der kennt heute keiner, war immer so Techno-Zeug, was ich da gemacht habe. Und so kam ich eigentlich dann zu der Musik und ich fand es immer ganz cool, wenn ich Mixer bekommen habe als DJ, die ich dann als DJ auch stellenweise besser verwenden konnte. Mhm. So, ne, und das war dann die Intention eben halt dort, ja, auch mal selber was zu machen halt. Und dann in der Konstellation, Jörg ist ja ein wirklich guter Keyboarder auch noch hinzu, das Ganze, glaube ich, das passt dann in dieser Kombination ganz gut zueinander halt. Ne? Genau. Wie erlernt man das? Hast du da Lehrgänge gemacht oder? Ja, ich hab tatsächlich auch Lehrgänge gemacht, da hängt so ein Teil. Tatsächlich, das war damals ein Lehrgang fürs Mixing und Mastering halt, wo dann eben halt nochmal so ein bisschen was aus dem Titel dann so rauskommt halt und die Gesamtspuren dann auch zusammen zu mischen halt. Ja, aber das ist auch vieles Feeling, Gefühl. Mhm. Musik ist Gefühl, Schlager ist Gefühl und das muss man irgendwie. Man hat mal eine Idee, so ne, beim Titel, wenn Jörg die vorproduziert und wir hören dann da rein gemeinsam hier, wir treffen uns auch mit, was hier immer, hier übrigens tatsächlich. Ja. Genau, vorher ein Grillteller. Ja, erstmal ein Grillteller, genau, und dann treffen wir uns hier, hören da rein. Nein, das ist ganz oft, das ist einfach Feeling, Gefühl
Und ja, die Musik irgendwie spüren halt, ne? Das ist so, oh, das passt, manchmal passt es, manchmal passt es halt nicht. Ist auch immer Geschmacksfrage, was da draußen ankommt halt, ne? Nur wir haben unseren Stil, wir machen halt Schlager, Popschlager. Zu dem stehen wir, das ist unser Hauptgenre, was wir bedienen. Und da werden wir auch bleiben, vermehrt immer mal wieder mal in so ein bisschen Schlager auch reinzugehen, nicht Popschlager, sondern wirklich Schlager reinzugehen. Da kommen jetzt auch so die ein oder andere Nummer, mit Geraldine hat es damals angefangen. Geraldine, ne? War die, da haben wir die erste Nummer, genau. Eine haben wir noch liegen, die ist noch nicht veröffentlicht, da waren wir auch von einem größeren Künstler aus Österreich. Eine ist noch in Produktion gerade, die liegt jetzt gerade hier. Und wir werden auch vermehrt Schlager machen, nicht nur Popschlager. Aber wir planen tatsächlich auch mal einen Titel mal ganz anders zu machen. So ein bisschen was für die DJs, aber da reden wir eigentlich noch nicht drüber. Das ist so in unseren Köpfen erstmal gewachsen halt. Ne? Ja. Ja, Jörg, jetzt kommen wir mal zu dir. Du bist auch DJ im Nebenberuf. Und was hat dich dazu bewogen? Was hast du für eine Aufgabenstellung? Ja, früher habe ich angefangen mit 12 Keyboard zu lernen. Habe ich 4 Jahre gemacht, dann ein bisschen Klavier gespielt. Ja, und nebenbei bin ich über einen guten Freund zum DJing gekommen. Ja, und irgendwann musste ich mal überlegen, mache ich die Musik weiter oder lege ich weiter auf? Ja, und dann haben wir noch eine Tochter gekriegt. Und da habe ich gesagt, ja, okay, dann verkaufe ich mein Tonstudio und habe dann eigentlich nur weiter aufgelegt. Ja, und dann ist die ganze Sache halt eingeschlafen mit dem Remixen, ne? Und mit den eigenen Produktionen. Da habe ich dann halt jahrelang dann halt nur als DJ weitergearbeitet. Ja, bis dann vor 1,5 Jahren der Olli und der Marco um die Ecke gekommen sind. Und dann fing das Ganze wieder an. Ne? Also. Und was machst du da jetzt genau? Was für jeden Part übernimmst du da hauptsächlich? Also das sieht immer so aus, wir kriegen dann die Originalspuren, die Gesangsspuren. Dann schreibe ich mir die Akkorde raus. Und dann programmiere ich dann jede einzelne Spur nach. Ne? Also erstmal ein Schlagzeug, dann kommt der Bass und dann spiele ich jede Spur einzeln dann ein. Ja, die Schlagzeug tausche ich meist wieder aus. Ja, genau. Nee, aber die Spuren, die werden eingespielt, also zwischen 30 und 40 Spuren sind das. Und die werden dann nachher auf den Server von Marco gepackt. Ja, und dann fängt der Marco schon an zu produzieren, mehr oder weniger. Ne? Baust dann ein paar Sachen dann wieder um, die dir nicht gefallen. Oder du hast neue Ideen, baust die ganzen Sachen dann da ein. Ja, und wenn er dann sagt, ich bin fertig, dann treffen wir uns mittwochs, ne? Dann wieder der obligatorische Grillteller. Dann sitzen wir oben auf der Terrasse, trinken eine Spezi, ja, und dann gehen wir dann ins Studio hier rein und dann wird der Song dann einfach abgemischt. Ne? Ja. Und wenn der dann abgemischt ist, dann am nächsten Tag wird er dann von Marco dann halt gemastert, dann schicken wir den Song dann dem Künstler oder auch dem Produzenten, dass er auch nochmal drüber hört. Und wenn die beiden dann sagen, das ist okay, oder auch die Plattenfirma sagt, ist okay, dann ist das Ding final. Ja, und dann werden alle Daten dann an die Plattenfirma übergeben. Ne? Und die kümmern sich dann halt um die Bemusterung, um das Einstellen bei MPN, dass die Titel dann auch im Radio erscheinen. Ja, das ist dann unser Part beendet. Und was wir teilweise dann halt noch machen, dass wir schon mal anfangen, Plattencover zu bauen. Ne? Solche Geschichten dann halt. Ne? Das sind so zusätzliche Dienstleistungen. Marco gibt sich auch immer viel Mühe, erstellt immer noch Facebook-Titelbilder für die Künstler, dass sie dann auch ein bisschen Marketingmaterial haben und richtet dann auch für... Also bist du vorgehauen, Junge, ne? Ja, nicht passiert, alles gut. Ja, aber der Marco, der baut dann halt auch immer noch eine spezielle Seite für die Künstler auf unserer Webseite. Dass sie sich da auch so ein bisschen präsentieren können mit Hörproben. Die bastelst du auch, Marco? Ja, das machen wir gemeinsam. Ne? Also machen wir auch schon ganz viel gemeinsam. Er spielt das so ein bisschen runter, ich spiele da so ein bisschen Pianos ein. Nee, das ist schon eigentlich der essentielle, wichtige Teil in unseren Produktionen halt. Ne? Weil damit klingen die Mixe dann auch eben halt anders. Ne? Das muss er halt da können. Wir stimmen uns da auch mal ab und dann wollen wir sagen, okay, da fehlt uns vielleicht noch ein Sound oder er schickt mir schon was zu und sagt, ich habe noch einen Lead-Sound geschickt, ne? Der muss da noch reingemischt werden oder so. Ist mir noch aufgefallen, also so wächst das dann eben halt und dann wird das Ganze halt hier da nochmal an der Stelle gemeinsam bearbeitet. Das ist wirklich eine reine Teamwork-Sache, wo wir auch total viel Wert drauf legen. Soll ja auch Spaß machen. Soll Spaß machen, ja. Wir machen es aus Freude und Spaß und
die Stunde oder die zwei mittwochs, dann können wir mal vor unsere Frauen flüchten, ist auch ganz schön. Treffen wir uns hier unten halt, ne? Oder manchmal gehen wir auch mal nach draußen spazieren und quatschen einfach mal so ein bisschen ganz andere Sachen außerhalb der Musik auch viel. Das ist tatsächlich dann auch mal so halt, wo wir einfach mal so ein bisschen dann abschalten, ne, klar. Ja, muss auch sein. Aber ist auch schön. Also wie gesagt, bei uns steht eigentlich der Spaß mit im Vordergrund. Mhm. Allerdings jetzt auch nicht nur Team mit Arbeit, sondern es hat sich auch eine echte Freundschaft zwischen euch entwickelt, so wie ich das so mitbekomme, ne? Ja, vor allen Dingen ist es auch gut, dass die Frauen sich untereinander verstehen. Ja. Meistens hast du das ja mal so, dass die Männer sich gut verstehen und die Frauen. Ja. Und bei uns ist das genau umgekehrt, ne? Also wir verstehen uns super, die Frauen verstehen sich auch gut, ja. Privat haben wir Kontakt. Schon eine schöne Sache, ne? Das ist schön. Ja, ich denke auch mal, wenn das alles so schön rund ist, das spiegelt sich dann auch nachher im Endergebnis wieder, ne? Ja, muss man sagen. Also klar, man ist natürlich nicht immer einer Meinung bei manchen Sachen, ist es klar, das wäre auch, das geht auch gar nicht. So, aber im Endeffekt findet man ja doch dann immer halt, in der Produktion jetzt halt, ne, findet man ja dann doch wieder den Nenner halt, wo wir dann sagen, finden wir beide geil. Das ist ja auch super wichtig dabei. Ne? Manchmal passt es draußen, manchmal halt nicht. Wir machen auch echt viel momentan. Wir haben ja 30. Ja, genau. Da kommen wir später nochmal drüber zu sprechen. Auf jeden Fall. Pottblagen. Da, wo der Beat wegkommt. Also es ist total süß irgendwie. So richtig typisch Kohlenpott. Wie seid ihr mal so auf diesen Namen gekommen? Also wir nicht. Der Name stammt nicht von uns. Tatsächlich, ja doch, schon so ein bisschen. Also es war, ne, wir waren ja vorher zu dritt. Haben uns dann aus diversen Gründen sind wir jetzt noch zu zweit. Und den Name zu der Idee, den hatte Olli damals. Auch der Slogan, wo der Beat wegkam. Also Pottblagen haben wir gemeinsam gesagt, okay, wir kommen aus dem Ruhrpott. Und hier im Ruhrpott sagt man eben halt Pottblagen. So. Sagt man halt so. Ne? Mhm. Und da, wo der Beat wegkommt, das ist wirklich ein Slogan, der ist damals durch Olli entstanden und den haben wir aber auch weitergeführt, was wir ein bisschen verändert haben. Das sind so das Logo haben wir ein bisschen verändert, das Layout, das Design halt. Ne? Haben wir so ein bisschen angepasst, genau. Ja. Mhm. Doch, echt nett. Mhm. Heute übrigens auch Pottblagen.music. Ne? Wir haben es nochmal erweitert, genau. Genau. Einfach noch ein bisschen auch. Ja, vielleicht irgendwann mal das Spektrum zu erweitern. Genau. Ne? Schauen, was kommt. Naja, gut, da findet man euch ja auch auf Facebook und Insta und überall. Genau. Ne? Also ihr seid ja überall vertreten, Homepage, es gibt also wirklich alles. Und also schon doch sehr, sehr professionell, also was ihr in der Kürze der Zeit, wenn man das mal so sagen darf, schon aufgebaut habt. Ne? Auch so mit der Zeit eigentlich so gewachsen. Ne? Mhm. Ja, selbst wenn zwei Ehre aufeinandertreffen. Ne? Wir haben beide so ein bisschen Spaß daran, auch hier im Bereich Marketingaufbau und auch Markenaufbau, in Anführungsstrichen. So, da haben wir schon echt Spaß dran. Uns ist aber auch wichtig, dass wir uns eigentlich auch auf den Webseiten und eigentlich sehr klein und schmal halten. Unser Interesse ist eigentlich dabei, den Künstlern mit unseren Mitteln, die wir haben, halt dann zu pushen. Besser zu pumpen, vielleicht durch die Mittel, die wir haben, ein bisschen zu positionieren, auch an der Stelle. Mhm. Jetzt haben wir ja schon mal so ein kleines bisschen erfahren über die Mixerei und wer welche Aufgaben hat. Jetzt wollen wir doch mal so ein kleines bisschen die Jungs hier so mal testen, wie sie auf andere Fragen antworten. Ich bin schon gespannt. Ja. Kann man erst richtig glücklich sein, wenn es dir egal ist, was andere über dich denken? Ja. Ja. Ich habe mir früher ganz viel Gedanken gemacht, wie kommt man an, wie erscheint man draußen. Ist auch gerade in den sozialen Medien nicht immer so einfach. Viel wird auch anders aufgenommen, als wie man es meint halt an vielen Stellen. Aber ja, ich werde jetzt 46, im Mai übrigens. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, mir ist es egal, was die Leute über mich denken. Ich bin halt so, wie ich bin. Ich lasse mich auch nicht verbiegen, lasse mich nicht verstellen. Klar muss man sich immer anpassen mal, ne? Aber doch, ich bin so, kann ich das, wie du da sagst, bestätigen. Wie würdet ihr euren Musikstil der Mixe beschreiben? Volldampf. Volldampf und ja. Eigentlich Popschlager. Ne? Aus dem Popschlager-Bereich kommen wir. Mögen wir dann halt auch. Und teilweise schlagerlastig. Ne? Also sind auch Produktionen dabei, die schlagerlastig sind. Mhm.
Dann haben wir auch schon mal zum Beispiel wie von Herzgold, Feuerflieger, ein bisschen Eurodance-lastig gemacht. Ne? Und mögen wir auch. Also da haben wir drei Musikrichtungen, bei denen wir uns wohlfühlen und die ziehen wir auch so durch. Ja. Ne? Ja. Mhm. Findet ihr auch, dass wir generell alle etwas zu sorglos sind, zum Beispiel auch beim Thema Datenschutz? Ja. Ich begleite das Thema Datenschutz beruflich tatsächlich und muss feststellen, auch bei vielen Mitarbeitern im Unternehmen und auch hier in sozialen Medien, bei Facebook, wie schnell und wie oft man da wirklich was über sich publik gibt. Halt die Datenschutzbestimmungen heute, die wurden extrem angehoben, wobei man manchmal auch wirklich fragen muss, klar sind es Richtlinien, ne, wie haben sie eingehalten. Aber ja, man gibt relativ schnell viel über sich preis und auch nicht nur über sich, sondern über andere und die das gar nicht wollen. Das ist immer so ein bisschen das Schneidebrett eben halt dabei. Ne? Ich kann es nur mal aus dem Unternehmen erzählen, halt, ne? Weil wir sind ja kein Unternehmen, wir sind ja hier, ne? Spaß von der Musik. Aber im Unternehmen, da wo ich diesen Part auch mit übernehme, Thema Datenschutz, dann bin ich die Schnittstelle quasi zwischen Datenschutzbeauftragter und den Mitarbeitern und dem Unternehmen der Geschäftsführung. Wir halten wirklich jährliche Workshops darüber. Ich selber musste viele Workshops zu besuchen und das ist ein ständiges Thema, was du immer wieder schulen musst und wo man sich selber ganz oft ertappt, dass man wirklich auch mal daneben greift. Ja. Ist wirklich ein heikles Thema, ne? Ganz heikles Thema. Mhm. Wenn ihr Leute in eurem Umkreis trefft, die Vorurteile haben, wie geht ihr damit um? In welchem Bezug meinst du jetzt Vorurteile? Irgendwas Spezielles? In allem eigentlich. So. Können sie ja gerne haben. Hauptsache, wir haben keine Vorurteile. Also man muss ja auch nicht darüber reden. Also wenn man schon merkt, dass jemand so eine spezielle Schiene hat, kann man einfach das Thema wechseln und dann auf eine andere Schiene dann umsteigen. Ne? Also, also ich persönlich muss mit den Leuten nicht diskutieren. Dafür ist mir meine Zeit einfach zu wertvoll. Jeder kann seine Meinung haben. Die meisten Meinungen toleriere ich auch. Das ist auch alles okay. Aber man muss die Meinung ja einfach nicht teilen. Mhm. So. Versucht ihr sie dann irgendwie zu überzeugen oder diese zu hinterfragen? Nein, also ich nicht. Mhm. Für mich ist es auch, jeder seine Meinung soll auch haben. Und ich finde, jede Meinung muss auch respektiert werden, egal zu welchen Themen. Und man ist ja nicht immer einer Meinung. Aber für mich ist dann auch sinnlos, dann eben halt dort versuchen, den Umkehrer zu drehen. Das ist für mich verschwendete Zeit auch, muss ich sagen. Erfolg kann sehr schnell wieder vorbei sein. Wenn man die Erfolgsleiter erklommen hat, sollte man den eigenen Erfolg dann besser genießen oder aufpassen, nicht abzuheben? Aufpassen, nicht abzuheben. Man sollte niemals vergessen, wo man herkommt, ne? Was man tut. Mhm. Und wir haben geholfen, ne? Wer ihm geholfen hat, wer zu einem gestanden hat in den Zeiten, wo es auch ja vielleicht angefangen hat. Wobei wir uns, muss ich auch ganz echt sagen, wir sehen uns irgendwo, jetzt, wenn das auf uns bezogen war, nicht so als Erfolg. Wir sehen das nicht so. Ne? Wir sind uns einfach wirklich die zwei Leute, die hier Spaß an der Musik haben. Ja. Mehr ist das nicht. Ne? Aber ich finde es ganz schlimm, ich persönlich finde es ganz schlimm, wenn Leute, die Erfolg dann haben, dann auf einmal abgehoben sind. Das habe ich persönlich selber schon oft erlebt. Bei Leuten, wo man immer ja eigentlich einen guten Draht und guten Kontakt hatte und dann ging der Erfolg ein bisschen weiter nach oben und dann haben sie dir die Hand nicht mehr gegeben, ne? Oder nicht mehr gegrüßt oder so. Ja. Ne? Und die kennen die Leute nicht mehr, denen sie mal geholfen haben, ne? Oder die einmal geholfen haben. Viele wissen nicht, wo sie herkommen. Nee. Das ist das Problem, ja. Genau. Sehe ich auch so. In einem Film verliert ein Teenager die Kontrolle über sein Leben an das Internet. Wie nah ist diese Geschichte an der Realität? Also ich spreche mal, ich habe zwei Töchter. Mach mal. Ja, aktuell muss ich sagen, beide Kinder hängen viel im Internet rum. Ne? Die kleine Tochter viel mit dem iPad, die größere so mit dem Smartphone. Und ja, ich sag mal, beide sind halt größtenteils damit eingebunden. Die sind damit aufgewachsen. Und wir sehen einfach zu, meine Frau und ich, dass die beiden auch, ja, ich sag mal so, wie wir früher, mal draußen spielen, draußen Freunde treffen und auch mal, ich sag mal, das Handy sein lassen, obwohl das immer schwer ist, ne, aber die wachsen halt damit auf. Ja. Nur die müssen halt auch wissen, dass es auch eine Welt außerhalb von Social Media gibt, ne.
definitiv. Mhm. Ich denke mal, das haben heute viele Kinder vergessen und die sitzen von morgens bis abends entweder vom Fernsehen oder ab und zu muss man den WLAN-Stecker rausziehen oder das Passwort ändern. Ja, auch eine gute Geschichte. Habe ich die Tage gelesen, hat ein Vater das WLAN-Netz umbenannt und hat dann reingeschrieben, WLAN offline. Und dann war Terror im Haus. Ja, da freut sich auch die Frau, wenn Stress im Haus ist. Ja, ja. Ja. Alle sind am Suchen und jeder kennt sich aus und WLAN offline. Follower weg. Genau. Woran liegt es denn, wenn wir auch 2021 immer noch gegen Intoleranz kämpfen müssen? Was meint ihr? Schwieriges Thema, ganz schwieriges Thema. Eigentlich unfassbar, dass man immer noch damit kämpfen muss. Ja, woran liegt das? Ich wichte das beantworten könnte. Ich glaube, dann würde einiges vielleicht schon besser sein. Ne? Ich finde, jedem sollte das seine gelassen sein. Und manchmal muss man die Leute einfach auch so nehmen, wie sie sind. Ob die einen halt hetero sind oder nicht hetero sind, das muss jeder für sich selber entscheiden. Mhm. Und man lebt es ja recht häufig halt, dass dort schon viel Intoleranz, gerade auch in Deutschland, glaube ich, auch noch viel unterwegs ist. Ja. Vor allem wird ja das ja auch vorgelebt von den Eltern, von deinen Freunden, wenn du so nimmst, von deinem ganzen Umfeld. Ne? Aber ich denke mal, Intoleranz ist ja jetzt nicht einfach nur, ich sag mal, die sexuelle Ausrichtung, sondern eben alles. Ne? Ist ja egal, was es ist, ob ich jetzt nur schwarz trage oder nur blau trage. Religion. Ne? Oder die Religion. Also es ist ja ein großes Paket eigentlich. Ne? Ja. Nach welchen Kriterien sucht ihr die Songs aus, für die ihr Remixe macht? Oder werden die Remixe angefragt von Künstlern? Sowohl das auch. Also tatsächlich wird auch viel angefragt. Wir machen ja, das weiß jeder, viel für Fiesta Records. Andreas fragt einige Titel an. Manchmal schreiben wir auch die Künstler an, einfach Titel, wo wir die einfach geil finden und wo wir da auch Bock drauf haben, sprechen wir uns ab. Oder genau. Wir gucken dann eben halt, soll man die mal anschreiben oder, also es wächst eigentlich, es ist ein guter Misch quasi halt. Ne? Mhm. Viele Anfragen, aber auch viel, wo wir mal anfragen, das ist unterschiedlich. Die Künstler, genau. Die fragen immer mehr an, direkt auch. Aber du nach den Kriterien hattest gefragt, Kriterium. Ja, muss der Titel muss schon so ein bisschen, der muss schon was geben, die Stimme muss schon was geben halt, ne? Der Titel muss schon was geben, die Produktion, wenn die schon ganz gut ist, ist es auch schon toll, halt, weil wir wollen es eh anders machen an der Stelle. Entscheidend ist immer so ein bisschen da auch, nimmt uns mit, der Titel halt. Genau, ich denke mal, wenn... Manchmal ist es die Stimme, manchmal hast du schon so einen Ohrwurm, ne? Zum Beispiel wie bei dem Elmar, da habe ich aus Österreich, den habe ich gehört und da habe ich gedacht, boah, das ist ein richtiger Ohrwurm, ne? War zwar typischer Schlager, ne? Kommt aus Österreich, ist ein bisschen was anderes. Und da haben wir den Elmar einfach angerufen, ne? Also erst haben wir uns kurz abgesprochen, da habe ich ihm den Titel vorgespielt, ne? Da sagt er, ja, mach mal, ist okay. Ja, innerhalb von 2 Minuten hatten wir dann den Auftrag gekriegt aus Österreich, dass wir die Sache als Remix machen können. Mhm. Ja. Viel durch Andreas auch. Also Andreas, Andreas, ja. Genau, da kommen, ja, wir haben ja 32 Titel für Fiesta Records gemacht. Ja. Halt, ne? Ja. Aber muss halt passen. Ja, also wir hatten auch schon Songs dabei gehabt, wo wir gesagt haben, boah, die Stimme ist nicht so toll oder der Song, der gefällt uns einfach nicht und da fällt uns ja auch nichts so ein. Du kannst einen richtig tollen Song haben, aber unter Umständen ist er schon so gut produziert, dass der Produzent dir gar keine Luft mehr gelassen hat, dass du da irgendwas Neues rausbauen kannst. Ne? Und dann sind wir auch so fair und sagen den Leuten dann auch, nee, bringt irgendwie nichts. Ne? Vielleicht bringt ein anderer Remixer andere Sachen damit rein, hat eine andere Idee, dann ist er halt bei dem anderen Kollegen vielleicht besser aufgehoben. Ne? Also das gehen wir dann auch weiter. Ja, das gehen wir dann an andere weiter. Das gehen wir weiter, ja genau. Das ist auch toll, ne? Das gehen wir weiter, doch, ganz genau. Genau. Wir sind das auch in dem Bereich so miteinander halt, ne? Man muss ja gerade in der Szene halt, ist vielleicht immer ganz üblich, aber das gehen wir weiter und man darf ja auch eins nicht vergessen, Jörg und ich haben ja noch beide einen Fulltime-Job, ne? Und wir können ja auch nur einen gewissen Stundensatz am Tag dann auch mit der Musik verbringen. Ich glaube, der steht um 3 Uhr auf, geht ins Studio, ich sitze ja auch manchmal bis 11 Uhr, so, ne? Und wir können ja auch nicht mehr als machen und von daher müssen die Songs auch schon an der Stelle für uns passen, um einfach was zu machen, Klar, da haben wir auch sicherlich bestimmt schon mal getan in den 1,5 Jahren, ne, aber mittlerweile machen wir es halt an der Stelle nicht mehr. Das muss schon für uns auch passen. Und was uns wichtig ist, das ist so der Kontakt auch mit dem Künstler. So wie kommt der Künstler uns auch gegenüber, ja, wenn wir den anschreiben,
ist er super nett, ist er freundlich, reagiert er, antwortet er. Das ist auch ein Kriterium, definitiv. Hm. Ich denke mal, auch nur durch diese Zusammenarbeit, das muss ja irgendwie alles zusammenpassen, das muss ja harmonieren. Und vor allen Dingen, man muss sich ja auch mit so einem Song identifizieren. Hm. Ne? Weil es ist ja auch eine Visitenkarte, die ihr abgibt, oder? Genau. Ja. Hm. Wie haltet ihr euch auf dem Laufenden? Immer wieder. Ja, also zum Thema Musik jetzt oder meinst du zum Thema Produzieren? Beides, okay. Ja. Zum Thema Musik kriegt man ja viel durch Bemusterung mit, man bekommt viel in den sozialen Medien mit, aber viele denken, wir klimpern ein bisschen an Musik rum, das ist wirklich immer ein tägliches Lernen und Entwickeln und Weiterentwickeln und doch wieder ein Tutorial lesen und gucken und ausprobieren im Studio, klingt das oder klingt das nicht, und dann denkst du einen Tag, das klingt, hast einen anderen Tag, klingt doch nicht. Das ist immer wieder auf den Laufenden halten, viel lernen, viel mitnehmen. YouTube gucken wir. Oder ja. Hinter dir liegen noch Fachmagazine, die liest der Marco zum Beispiel zum Thema Mastering. Ja. Ich höre mir immer viele Produktionen an von anderen Remixern, von anderen Produzenten. Dann merkst du dann schon, wie arrangieren die? Gibt es da irgendwie neue Trends, wie die Songs aufgebaut werden? Hört sich doof an, aber teilweise kopiert man die Sachen auch. Teilweise wird man selber kopiert. Das ist einfach so. Und du baust dann aus drei Sachen, die ihr dann von anderen Produzenten gehört hast, baust du dann irgendwas Neues in deine Songs ein. Aber finde ich auch legitim. Jeder hat mal eine Idee, die man vielleicht mal kopiert. Dann gibt es spezielle Sounds, die werden dann von einem Produzenten benutzt. Alle anderen finden den Sound auch cool. Dann wird er halt in den nächsten Produktionen mit eingebaut. Und dann ist aber auch gut. Aber viel suchen wir uns raus halt über YouTube. Ne? Also da gibt es wirklich gute Videos, ne, wo man immer mal so ein paar Tipps rausziehen kann. Und die bauen wir dann halt auch immer so in unsere Songs ein. Ja, immer so nach und nach. Man investiert schon viel Zeit. Das ist so, gerade wenn du abends mal lernen, ne? Gut, Fernsehen gucken, kann man sich überstreiten, ob man dann noch reingucken muss. Ne? Gucken wir lieber YouTube. Da guckt man dann auch mal, mal YouTube und schaut einfach. Aber das ist so der Weg, wo man sich, oder man tauscht auch sich aus. Also auch mit anderen Remixern oder auch mit Produzenten, von denen wir dann gerade am Anfang auch viel von mitgenommen und auch gelernt haben, wo wir dann auch mal in anderen Studios waren, wo die Leute uns eingeladen haben. Das war auch unheimlich toll, wo wir dann mal über die Schulter schauen konnten, auch ne? Thomas zum Beispiel. Ja, waren Thomas, ja. Genau, da waren wir dann auch mal zu besuchen. Und jetzt so Corona ist in der jetzigen Situation ein bisschen schwerer mit Tests, so wie wir ihn haben, ist es ja kein Problem. Aber da nimmt man auch viel mit, ja. Wie geht's euch denn aktuell? Was unternehmt ihr gegen den Corona-Blues? Musik. Remixe, ne? Eigentlich. Ja. Kann man sagen, ne? Ja, Musik, Remixe. Ja. Ohne Musik geht's nicht, ne? Nein, Musik, genau. Als DJ können wir jetzt nicht unterwegs sein. Das geht nicht, obwohl wir auch mal zusammen auflegen werden. In Kürze gibt es vielleicht bald eine Info. Ne? Nicht in den Stream-Medien, sondern auf einer wirklichen Veranstaltung halt. So, zusätzlich zu Künstlern sprechen wir, glaube ich, in der nächsten Woche mit Termine, ne? Ja. Genau. Ja, sonst im Garten. Ne? Meine Frau freut sich auch. am Wochenende, wenn man die nicht mal sieht. Das ist gar nicht wie ein Disney, muss ich sagen. Nein. Also der normale Wahnsinn eben. Ein Kinderlied, das Erwachsene nicht mögen, hat keine Zukunft? Hauptsache Kinder haben Spaß dran. Ne? Doch, hat Zukunft. Hat Zukunft. Ja. Warum? Weil die Erwachsenen sich von den Kindern begeistern lassen, wenn die Kinder die Lieder singen. Mhm. Und da geht bei jeder Mama das Herz auf. Und die singt es automatisch mit, ob sie es mag oder nicht. Mhm. Und mein Papa auch. Wie seht ihr das da draußen? Singt ihr auch mit euren Kindern? Marco, stimm mal das nächste Lied an. Das Kinderlied. Würdet ihr sagen, dass ihr jetzt bei eurem Stil angekommen seid? Oder bleibt ihr noch experimentierfreudig? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall verändert sich so viel manchmal. Und da sind wir noch experimentierfreudig. Ich glaube, das ist auch ganz viel Luft noch, die wir auch noch haben. Halt, ne? Ja. Also den Grundsound behalten wir bei. Ja. Ne? Weil Popschlager ist Popschlager, Schlager ist Schlager. Dance-Schlager ist Dance-Schlager. Da jetzt komplett eine Elektrohausnummer rauszubauen, könnte man machen. Muss man aber nicht. Man kann vielleicht mal so ein paar Elemente übernehmen, dass man zum Beispiel so den Basslauf aus dem Elektrohaus einbaut, aber
der Grundbeat, der muss eigentlich gleich sein. Und wir haben auch gesagt, haben uns auf die Fahne geschrieben, dass wir die Vocals nicht kaputt machen. Also man kann auch eine Gesangsspur zerstückeln, aber für uns ist so der wichtigste Part der Gesangspart. Und dementsprechend greifen wir da auch nicht ein. Also wir bauen zwar neue Beats, programmieren alles neu, ist auch alles gut und schön, aber wir haben gesagt, an die Vocals gehen wir nicht dran. Mhm. Ja, die bearbeiten wir bearbeiten die Vocals schon extrem. Wir kriegen die meisten immer roh mit der Rohfassung zu. Ja, ja. Und da haben wir auch, da haben wir noch viel Luft, gerade in den Produktionen, wo wir da an vielen Stellen auch noch, unser Anspruch ist auch noch besser zu werden, halt, noch feiner, noch besser zu werden, dass es halt vielleicht an manchen Stellen dann auch noch besser wieder klingt. Halt, ne? Aber wie du schon sagst, unseren Stil, den passen wir immer so ein bisschen an. Jo. Du hast den Grundstil, aber teilweise verfeinerst du noch die Sache. Vor allen Dingen, du kannst auch nicht immer die gleichen Sounds nehmen. Irgendwann hat man den Pizzicato-Sound zum 300. Mal gehört und der nervt einfach. Und dann musst du dann halt gucken, dass du deine eigenen Sounds findest. Teilweise programmieren wir die auch selber, dass wir dann halt Sounds haben, die in anderen Produktionen so nicht drin sind. Ja, und dadurch klingst du dann halt auch ein klein bisschen anders. Mhm. Und halt so die Stilfrage, ne? Also manchmal gibt es auch neue Elemente im Popschlager, die musst du halt einbauen, damit du aktuell klingst, ne? Ist halt so. Mhm. Da musst du wirklich mit der Zeit gehen und auch bereit sein, dich so ein bisschen so anzupassen. Wie ist eure Meinung zur aktuellen Musikentwicklung? Oh, schwer. Musikentwicklung im Bereich auf Masse oder auf der Entwicklung zu der Musik, wie meinst du das? Genau? Es gibt ja verschiedene Entwicklungsphasen irgendwo. Ne? Also da würde mich eigentlich schon so alles interessieren. So. Musikentwicklung, man hört ja von den Großen wirklich momentan aufgrund unserer Situation nicht so viel. Da wird aber irgendwann wieder was kommen, wenn man sich die Zahlen anguckt. Wir hoffen ja auf alle dann auf Lockerung. Ich kann mir vorstellen, dass die alle so ihre Sachen so ein bisschen nur, so noch in den Koffern halten und dass die dann ein oder andere nachschießen. Das ist natürlich für die Newcomer auch in dem Bereich auch dann die Chance, sich zu präsentieren. Gerade das passiert ja auch viel. Es kommt viel. Also es wird ja unheimlich viel bemustert, auch über unterschiedliche Portale. Mhm. Und man hört sich die an und dann bleibt man einen Titel vielleicht hängen, wo wir dann sagen, egal, könnten wir vielleicht mixen oder eben halt nicht. Oder wir legen uns den schon mal als DJ auf Seite. Wir haben auch viele, viele andere gute Kollegen da draußen, die auch tolle Remixe machen. Gibt es ja ganz viele, wenn wir Namen nennen, hier Hümer, nur so, ne, Rico Pensconi und wie sie alle heißen. Hab ich einen vergessen? Ja. Stereo, genau. Ja, das ist ja noch eine ganz andere Liga, ne? Stereo halt, ne? Also, aber die Entwicklung dahin, die ist schon. Fällt mir gerade noch einer ein, DJ Herzbeat. Genau, DJ Albany. Das ist hier sein Lieblingssong. Ja, wir können noch ganz viele aufzählen. Ah, ja. Also, ne? Wir haben ganz viele, viele gute Kollegen draußen, die dort wirklich unheimlich tolle Sachen machen, die auch verändern und die dann auch in den DJ-Charts so stattfinden. Das ist momentan ein unheimlicher Push und ich glaube, das hilft den Künstlern auch so ein bisschen, sich dort auf einer Plattform momentan zu präsentieren. Die Lenkers, da haben wir noch vergessen, die auch unheimlich tolle Mixer machen. Fosco zum Beispiel, genau. Ja, es gibt wirklich gibt es viele gute und zu denen halten wir auch einen guten Kontakt. Das ist uns auch wichtig. Aber die Entwicklung dahin ist tatsächlich momentan, dass sehr viel kommt, dass es auf unterschiedlichen Plattformen stattfindet, was wir so ein bisschen schade finden, dass auch gute Produktionen von den Produzenten selber dann eben halt aufgrund unserer Schlagersituation dann eben halt in den Öffentlich-Rechtlichen halt nicht stattfinden. Ne? Mhm. Das ist sehr, sehr schade. Man hat wirklich so einen begrenzten Kreis. Die großen Webradios zum Beispiel oder auch die Sender, die dann da in Süd- oder Ostdeutschland unterwegs sind, die spielen das ja viel. Mhm. Aber hier, wie wenn man es früher noch kennt, als ich bei meinem Auto gesessen habe oder auch noch im eigenen Auto, WDR4, und dann lief das Schlager. Und das ist heute ein bisschen nur noch Oldies. Heute nur noch Oldies und ich würde mir echt wünschen, dass wir da so ein bisschen wieder mit hoch zurückkommen, weil es irgendwie auch ein Teil unserer Kultur ist. Mhm. Empfinde ich so, gerade hier aus dem Ruhrgebiet. Ja, ja, nicht nur aus dem Ruhrgebiet. Also ich finde auch Schlager, es ist unsere Muttersprache. Ja, ne? Genau. Also, und die Texte auf Englisch oder Amerikanisch oder Spanisch, Italienisch, ist mal ganz egal, sind nicht anders als die Deutschen. Es klingt einfach nur anders. Ne? Wenn man die Texte übersetzt, ist es nichts anderes als der deutsche Text. Ja. Ist so. Ne? Wie sieht bei euch das Konkurrenzdenken aus?
Habt ihr das irgendwo? Nee, ja, eigentlich nicht. Haben wir nicht, mögen wir auch nicht. Mhm. Das mögen wir überhaupt nicht. Man kann auch, glaube ich, miteinander gut auskommen. Wir sprechen auch viel mit vielen Kollegen, wir telefonieren häufig mal mit unseren Remixer-Kollegen da draußen. Sehr häufig sogar, muss man sagen. Mhm. Und da gibt es sogar auch Freundschaften zu halten. Konkurrenzdenken, nein, klar, freuen wir uns auch, wenn wir in irgendein DJ Voting-System dann oben stehen, ist klar, ist toll für die Künstler auch, für uns irgendwo auch eine Bestätigung, keine Frage, aber nichtsdestotrotz ist das kein Konkurrenzding. Mhm. Aber man muss auch ehrlich sein, manche mag man mehr als die anderen, zu manchen pflegt man besseren Kontakt, ist auch okay, aber ich sag mal, wenn jetzt ein anderer Remixer oder ein anderes Remix-Team vor uns in den Charts platziert ist, ist das auch okay. Also ein Stört so persönlich nein, weniger. Also gesagt, man gönnt ihnen das auch. Ja. Eine Freundschaft zum Roger von Hümer halt oder auch Thorsten Matschke, zu dem wir sehr eigenes Verhältnis auch auflegen halt. Aber natürlich gibt es auch Kollegen vielleicht, ne, wo man dann nicht immer so mit klarkommt, aber viele, viele Aber man besucht, wir besuchen uns auch teilweise gegenseitig im Studio, zum Beispiel Thomas Lackmann von der Lancaster. Roger, der hat hier schon übernachtet, von Hümer. Ja, Fosco kennt man auch von den DJ-Treffen. Mhm. Und da pflegt man dann auch Kontakt. Ja, auch mit Wolfgang, hatte ich letzte Woche noch telefoniert. Ja. Ne? Wolfgang gestern von nur so. Mit denen gab es auch wieder ein Telefonat, wo wir dann einfach uns mal auch so ein bisschen austauschen, halt über viele Sachen, aber Konkurrenz, denn klar, es gibt die irgendwo, ne, so, aber wir empfinden das nicht so. Hat man ja auch bei Künstlern, den einen mag man mehr, den anderen weniger, also ich denke mal, das ist überall so, auch im normalen Arbeitsleben, ne? Den einen Kollegen mag man, den anderen mag man nicht so, aber trotzdem lässt man den das gar nicht so spüren. Ne? Ja. Ist auch verschwendete Energie. Ja, ist ja so, die kannst du besser in die Musik stecken. Ja, stimmt. Ja, ist, das stimmt. Also, ja. Marco Kampmann bei der Arbeit. Marco bei der Arbeit, genau. Macht das Spaß? Macht Spaß. Das macht wirklich Spaß. Das ist von Hobby Plus. Hobby Plus, Hobby. Genau. Sagt man heute so, ne? Hobby Plus, oder? Mhm. Ja, dann habt ihr jetzt noch so was ganz Tolles. Ich sehe da oben nämlich Blagen Music, da wo der Beat wegkommt, Remix Edition Volume 1. Was hat es damit auf sich? Erzählt. Ja, wir hatten die Idee irgendwann, wir haben überlegt, wir haben so viele Mixer tatsächlich draußen und haben uns überlegt, lass uns doch mal einen Sampler machen daraus. Und das war, die Idee war donnerstags geboren und Montag haben wir gepostet. Das ging wirklich, muss man sagen, also das wir hatten dann noch mit Andreas telefoniert, wir haben eine Idee, können uns das vorstellen, klar. Und da mussten wir noch bei anderen anfragen, weil es da eben halt in der ersten Version, die wir gepostet haben, haben wir die Namen noch ausgegraut halt, ne? Wo wir genau oder weiß gemacht haben, wo noch nicht klar war, dass wir überhaupt aufs Album dürfen oder auf den Sampler dürfen. Das ist ja kein Album, das ist ein Sampler dürfen. Ja, und die Idee kam uns einfach, wir wollten einfach mal einen Sampler rausbringen. Und uns ist wichtig, dass wir da auch wirklich noch eine gepresste Version haben, weil bemustert werden die Titel auch. Ja. Und irgendwann in 20 Jahren können wir uns angucken und sagen, wir haben hier so einen Sampler mal rausgewachsen und legen mal die CD ein. Also ist die Idee entstanden, ging echt schnell. Wir haben viel Unterstützung gehabt und die Freigaben, die da rausgegangen sind, das hat dann, die Organisation ging dann über Fiesta raus. Es ging dann alles relativ schnell. Ja, und so kommt jetzt in Kürze der Sampler raus. Wir haben noch zwei Titel, die wir jetzt hier in Produktion haben. Genau. Und dann geht's raus. Wir hatten, das muss ich auch mal sagen, das war auch cool, der Carsten rief mich an. Und wir hatten telefoniert und ich habe ihm mal so ein bisschen das Ohr vorgejammert, wie teuer das alles ist. Und dann haben wir tatsächlich auch ein Sponsoring dafür bekommen, dass das überhaupt so möglich ist halt. Ne? Das hat Carstens hat dann eben gesagt, okay, ich finde die Idee cool und unterstützt uns da eben halt an der Stelle halt. Und ja, bald könnt ihr diesen Sampler über unsere Webseite erwerben und in Amazon und die ganzen digitalen Medien gibt es dann eben halt diese Download-Version. Aber für uns ist eigentlich wichtig, diese CD-Version. Es gibt auch noch für die Künstler, wir haben noch ein Poster als Inlay-Card drin, wo wir gerade noch fleißig Unterschriften und Fotos sammeln, wo es dann so ein Poster für die Fans gibt. Aber nicht wir, von uns gibt es auch Unterschriften, klar. Aber die Künstler eben halt sich dort an dieser Stelle nochmal präsentieren können, halt mit ihrem Foto, mit der Unterschrift, genau. Tolle Idee, schön. Die haben auch alle Spaß, ne? Die Künstler sind sehr aktiv, macht schon ein bisschen Werbung. Das muss man auch wirklich sagen. Also
wenn wir die angeschrieben haben und von der Idee erzählt hatten und wir brauchen eure Unterschrift und auch schickt uns euer Wunschfoto zu, das ging alles recht schnell, ne? Also das muss man echt sagen, also das hat schon Spaß gemacht. Mhm. Oder macht noch Spaß, akut, wir sind da immer noch dabei. Ja. Wir hoffen tatsächlich, in der nächsten Woche geht die Vorbestellung los, dann gibt es einen Link auf unserer Webseite. Mhm. Genau, und dann kann man diese wirkliche CD, die man auch in der Hand, physische CD, kann man dann vorbestellen über unsere Seite. Und ich denke mal, aller spätestens 3 Wochen sollte man damit dann auch durch sein. Rechte sind durch, das ist alles geklärt. Mhm. Momentan hängt es nur noch an uns, wie schnell wir mit den Produktionen sind und eben halt so ein bisschen sammeln noch von den Künstlern. Ja, weil 2 Remixe wollten wir noch draufpacken. Ja. Einmal von der Heidi Jans, Gänsehaut. Genau, Gänsehaut. Mhm. Gänsehaut wollten. Dann noch die Nummer aus Österreich vom Elmar Oberlechner. Ja. Ja. Mhm. Die wollten wir noch drauf haben, dann ist dann eine runde Geschichte. Ja. Ja. Genau. Da haben wir noch Hitmix. Ne? Hitmix. Der Hitmix, genau. Ja, 2 Hitmix haben wir. Einmal, also schön. Es gibt einen Shortmix, da geht 8 Minuten. Und es gibt einen 15-minütigen normalen Hitmix. Auf jeder CD ist ein Hitmix drauf. Mhm. Den hat der Frank Schulze gemacht, DJ Infinity. Als wir mit der, als ich ihn angerufen habe und gefragt habe, Frank, kannst du vorstellen, für uns einen Hitmix zu machen? Mhm. Du machst ja echt coole Sachen, die gefallen. Also, er hat ja schon mal auch was gemacht hier an der Stelle halt. Hat er sofort zugesagt und es hat wirklich sehr, sehr gut geworden. Wir freuen uns echt sehr darüber. Wenn ich so lese, Volume 1, dann gibt es doch mit Sicherheit auch irgendwie in der Planung schon die Volume 2, oder? Nein. Nein. Nein, eine Planung nicht. Wer weiß, was kommt. Wir müssen ja dann erstmal, wir haben ja echt die letzte Produktion damit drauf. Und dann kommt noch ein bisschen was auch zum Thema, wo wir dann auch eigenproduzieren halt dazu. Aber das ist dann auch noch ein langer Weg. Das ist sehr in die Ferne geguckt. Mhm. Vielleicht Anfang nächsten Jahres. Das schaffen wir nicht. Ja. Nein. Das schaffen wir nicht. Ja. Wie sehen eure Pläne sonst aus? Was habt ihr sonst noch irgendwo im Petto? Wir haben. Was planen wir? Produktion planen wir, ne? Tatsächlich mal nicht nur ein Remix, sondern auch Produktion. Mhm. Viele Kollegen machen es draußen ja schon. Mhm. Wir planen es auch dahin. Uns ist allerdings wichtig, dass wirklich alles aus unserem Hause kommt. Mhm. Ne, da gibt es bei einer Gesangskabine. Mhm. Ne. Okay, genau. Könnt ihr da einbauen? Ja, genau. Die erste Eigenproduktion, die ist auch schon fast fertig. Mhm. Die machen wir mit dem Kai, der kommt hier aus Bochum. Mhm. Hat auch einen sehr guten Stil, der gefällt uns. Doch, so richtig. Tolle Stimme. Da ist ein Kumpel aus dem Ruhrgebiet. Dann haben wir gesagt, ey Kai, komm, mit dir machen wir die erste Eigenproduktion, weil wir einfach Bock darauf haben. Ja. Der hatte einen Song, also mir hat er, ich glaube, letzte Woche mal 16 Titel geschickt und da haben wir uns dann einen Song rausgesucht und den haben wir schon produziert. Jetzt werden noch die Gesangsspuren bearbeitet von Marco, dann wird das Ding abgemischt und dann ist die erste Eigenproduktion auch fertig. Dann haben wir noch mit dem Kai und der Linda Piotrowski haben wir noch ein Duett. Ja. Ja, die Linda muss nur noch zum Einsingen kommen, dann ist das Ding auch fertig. Ja, dann wollten wir gucken, dass wir Richtung Schlager mehr so gehen. Ja. Die Konstellation ist ja so, dass wir die Vocals eigentlich geliefert bekommen. Ja. Eigentlich können wir es selber machen. Hier fehlt halt nur ein bisschen Equipment. Da werden wir jetzt ein bisschen investieren. Zum Herbst hin, spätestens zum Winter hin, gibt es dann ja auch eine Gesangskabine, wo man dann eben halt hier direkt einsingen kann. Und die Vocals werden dann eh hier bearbeitet. Sparen wir uns den Weg und haben dann hier wirklich von Step 1 bis nachher zum fertigen Step eigentlich alles aus unserer Hut. Halt, ne? Aus unserer Hand, genau. Und da legen wir auch echt Wert drauf. Ja, also da kann man einfach nur sagen, ihr habt euch in dieser kurzen Zeit wirklich so zusammengerauft und so etabliert und ich sage einfach toll, ihr macht tolle Arbeit und gefällt mir. Deshalb haben wir auch gesagt, okay, wir machen mit euch was und stellen euch mal so den Leuten ein bisschen vor. Vor allen Dingen sage ich erstmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön im Namen von Detmar, mir und Fabsi für den heutigen Tag. Es war traumhaft schön mit euch. Denn die Jungs, die haben uns hier den Kohlenpott gezeigt. Von der höchsten Stelle überhaupt. Ich kann den Namen gar nicht aussprechen. Tetraeder. Tetraeder. Genau. Ich bin aus Köln, also ich krieg den Namen nicht hin. Auf Kölsch vielleicht. Ist auch nicht einfach. Sag du mir doch mal auf Kölsch. Sag mir den Namen auf Kölsch. Den kann ich ja jetzt nicht übersetzen. Geht nicht. Dann bleibt ja Tetraeder. Sag einfach, du warst auf Verhalde gewesen. Ja. Auf Verhalde. Genau, da wo der Beat wegkommt. Genau, da wo der Beat wegkommt.
Es war auf jeden Fall ein grandioser, schöner Tag und ja. Es gab selbstgebackenen Kuchen, Thermoskanne und Bollerwagen und Chibabchichi war da auch. Dann hat der Marco eben noch gegrillt, selbstgemachte Chibabchichi. Es gab einen leckeren Obstsalat. Also Leute, wir sind heute richtig verwöhnt worden. Und jetzt trinken wir noch Kaffee. Ja, genau. Und wir wünschen euch natürlich für eure weitere Arbeit ganz, ganz, ganz viel Spaß, Glück und Erfolg. Ja, danke, dass du da warst. Danke, ja, danke, dass du da warst. Ne? Also, ne? Wer hat schon die Gabi bei sich hier im Studio? Genau. Ja, sagen wir einfach mal Tschüss, ne? Wir sagen einfach jetzt mal Tschüss, genug des Lobes. Ja. Tschüss. Ciao.